Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Kronlanden, nee, Schnee in den Kronlanden, nee, Kronlanden in den Schneelanden, Kronen in den Schneelanden. Irgendwie so, den DLC. So, wir hatten im letzten Part hier das Dynanest gemacht und dann wurde ich reingelegt von einer Forscherin, die mir meinen Bisasam geklaut hat und so konnten wir keinen Suicune fangen. Ja. Egal, Hauptsache Pokémon. Ja. So, zeig mir, was ich hab. Ich will alleine kämpfen. Geist ist eigentlich ganz gut. Ich nehme den. Oh, ein Luxtra! Die sind so gemein. Aber okay. Gucken wir mal, was das erst, was uns auf uns zukommt. Gift normal. Wasser um. Boden, das heißt Wasser. Irgendwie ein Wassertypen. Wäre eigentlich ganz cool. Hier, den gehe ich dahin. Es ist ein Normal-Pokémon. Scharnierer dürfte eigentlich mich nicht so hart treffen, ne? Scharnierer hat aber eine hohe Verteidigung. Ich habe Feuerwirkung. Ach, Geist war wirkungslos. Verdammt. Ziel wird bepflanzt, ein Fehler wandelt sich in Summe und hindert es daran einzuschlafen. Oh. Ich dachte, ich hätte eine Pflanzenattacke, aber okay. Aber wie gesagt, wir müssen ja nur das eine Wasser-Pokémon erstmal kriegen. Ich weiß gar nicht, habe ich Scharnierer schon? Habe ich Scharnierer schon? Ich weiß es nicht. Aber zünden wir es an! Ich meine, wenn es jetzt mit einer normalen Attacke kommt, kann es mir ja egal sein. Ui. Es hat kaum was abgezogen. Oh mein Gott, ich ziehe ja gar nichts ab. Okay, behalt das Vieh. Elektrofeld. Ich habe mich für das dümmste Pokémon entschieden. Aber gut, man weiß ja auch am Anfang einfach nicht, was für ein Pokémon auf einen zukommt, ne? Wie das jetzt genau so aufgebaut ist. Aber ich hoffe doch, dass ich denn gegen das Wasser-Pokémon halt meine Geistfähigkeit einsetzen kann. Ich weiß immer noch nicht, ob ich Scharnierer gefangen habe. Ich sag jetzt einfach nein. Sie hat das Elektro-Pokémon gegen Dings. Oh, ich kann toll. Sie hat einer Forscherin begegnet. Eure Pokémon sind bestimmt erschöpft. Ich könnte eines von ihnen gegen ein neues austauschen. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Aber ich sag ja. Scharfax ist nicht schlecht. Wir gucken uns das Wasser-Pokémon jetzt mal hier an. Barikiefer, okay.
Es ist nur Wasser. Nidoking kann Elektro. Dann hoffe ich mal, dass wir das so gut kriegen. Tag über 2 bis 3 Runden. Okay. Versuchen wir. Obwohl, was ist mehr? Das hier. Mach das. Wow! Oh, ich hoffe, dass die... Oh, komm. KI, sei bitte so klug und mach Donnerschlag. Mach's... Sei so klug und mach Donnerschlag. Gott sei Dank. Aber wieso war das so heftig? Ich feuer die Gruppe an. Bin ich Boden? Ich schaff. Mach nochmal einen Donnerschlag. Ey, wir können doch jetzt nicht... das ist gut. Ich will nur ganz kurz das gucken. Ich bin Drache. Verstehe ich nicht. Aber wieso hat es mich denn gleich so weggehauen? Macht überhaupt keinen Sinn. Ist egal, wir nehmen erstmal das Wasser-Pokémon. Dann würde ich tatsächlich auch gucken, ob ich nicht das andere Wasser-Pokémon, dass wir das andere Wasser-Pokémon angreifen. Weil oben ist ja ganz Wasser, ne? Nee, die Pflanze. Ins Team aufnehmen. Ich glaube, oben war Feuer. Ich weiß, mein Pokémon ist jetzt gerade so ein bisschen meh. Aber durch Donnerschock und auch durch dieses Wiebel haben wir halt gute Chancen, es zu kriegen. Dass sie während der Runde schon Schaden genommen. Okay. Ich hoffe mal, ich bin nicht die Erste, die angreift. Ah, doch. Wieso bin ich denn die Erste, die angreift? Kein Icy Bay, komm. Donnerschock. Donnerschlag. Mach Donnerschlag. Vegetarier von Azumarill. Ja, super. Wieso? Wieso kannst du nicht angreifen als Erstes? Ich weiß, dass das nicht sehr effektiv ist.
Aber ich will das Azumarill haben. Tatsächlich. Ich finde das Azumarill halt nicht schlecht. Wieso sind die anderen denn nicht schneller als wir? Über einen Volltreffer. Ja. Das tat weh. Aber es kann höchstens hoffentlich noch einmal angreifen. Ist das schon mal sehr gut. Dann haben wir es ja schon mal richtig gut runtergeprügelt. Sprungfeder, okay. Oh! Es konnte jetzt trotzdem angreifen, das ist sehr gut. Ich finde es schade, dass die anderen halt so, lange brauchen. Ah, sehr schön. Kann ich mir das vorher nochmal angucken? Wir fangen es erstmal. Vielleicht kann ich ja irgendwo die im Wasser leben. Ich gehe jetzt davon aus, da zu mehr Wasser ist, dass es im Wasser ist. Kann ich das irgendwo sehen? Wasserdüse Dings. Es hat 2 Angriffe. Ja, ich nehme es ins Team. Boden. Dankeschön. Was ist es denn jetzt? Oh, ein Zikade. Alter, ich weiß nicht mal, was das für ein Pokémon ist. Abgesehen davon, dass es jetzt ein Boden-Pokémon ist. Knuddler. Ja, Attacke. Knuddel es. Knutsch es ab. Ist mir egal, mach irgendwas. Ice Heap. Geh auf das Nidoking, geh auf das Nidoking. Ja. Yeah. Chanera, du bist ein geiles Pokémon. Es klappt auf jeden Fall schon mal besser als bei Suicune. Es klappt schon mal besser als bei Suicune. Wenn ich jetzt es schaffe, gleich zu Dynamaximieren und dann halt, bitte stirb nicht. Achso, du. Okay. Also das Nidoking ist schon ziemlich geil. Dann wäre das schon echt klasse. Ah, ich muss noch warten. 1000 Pfeile, okay. Wow, 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 wow. Es hat gleich 2 getroffen. Wandel. Bo-
auch zu Mega-Zykade. Ja, was heißt das jetzt? Jetzt ist es kein Boden mehr, oder was? Drachenboden. Vierfachschwäche? Aber das wird nicht ausreichen. Das wird nicht ausreichen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Drache ist schwach gegenüber Fee. Boah, das sind überhaupt kein Schaden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist doch nicht euer Ernst. Wie soll man die dann bitte schön besiegen? Der in seiner komischen optimierten Form nimmt ja überhaupt keinen Schaden. Oh mein Gott. Wie gemein. Und ich dachte, ich wäre in so einem coolen Typ-Vorteil. Und dann sowas. Ja, jetzt ist eh vorbei. Ich behalte Zumerin. Aber so kann man auch gut Pokémon kriegen. Es verbringt fast den ganzen Tag im Wasser. Bei schönem Wetter verlässt sich Azumarill an der Oberfläche treiben und badet im Sonnenschein. Gönnung. Ah, wie gemein! Das ist ja... Nicht schlecht, du warst ganz nah dran. Soll ich den Aufenthaltsort von Zykade notieren, damit du später nochmal probieren kannst? Nein. Ein Stück. Das kann ich nicht. Ich habe 6 Stück. Für einen Ultraball. Na schön. Oh, du bist es, Maike. Halt dich fest, ich habe... Die Meteros im Riesennest gefunden. Im Tausch gegen 5 Bist du dir ganz sicher? Hol mir aber nach. Dann hab ich die Ohren voll. Ja. Als ob. Ist aber auch schön, wenn man mal überlegt, ich laufe da immer noch in sommerlichen Temperaturen rum. ein großes Ding. Beleber. Hoppala. Übertrank. Eigentlich gucke ich gerade nur so rum, ob ich nicht hier irgendwo Fußspuren finde. Einfach nur so just for fun mäßig. Weil ich weiß nicht wirklich, ob ich das, ob ich die legendären Pokémon suchen soll. Ich weiß nicht, ob ich dazu überhaupt so die Muße hätte und auch die Geduld, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob ich die Geduld dazu hätte. Ja, da waren wir doch eben gerade schon. Sieh an, was haben wir denn hier? Einen Gast? Ach, du bist ja. Dann mal herzlich willkommen in Freestyle. Ich bin der Bürgermeister dieses Dorfes. Es kommt selten vor, dass Reisende sich in unserer entlegenen Ortschaft verirren. Bist du auch etwa hier, um mehr über die König der Reiche
reichen Ernte zu erfahren. Oh, ich bitte um Verzeihung. Das geht mich natürlich nichts an. Wie unhöflich von mir. Es ist nur so, dass es kaum jemanden gibt, der Freestyle aus einem anderen Grund besucht. Ein Jammer ist es schon. Die Leute kommen deswegen von so weit her und am Ende muss ich ihnen sagen, dass es sich dabei nur um ein Märchen handelt. Lass mich dir wenigstens dieses Souvenir aus Freestyle geben, damit du nicht mit leeren Händen gehen musst. Rundkragenpullover! Das ist ein Pullover mit dem Aufdruck des Königs der Reich der Ernte. Leider hat er sich nicht so gut verkauft, wie erhofft. Daher haben wir einige Exemplare übrig. Das abgebildete Aussehen des Königs basiert auf uralten Beschreibungen, deshalb ist der Kopf so ungewöhnlich groß. Aber vielleicht macht es das ja sogar wieder modern. Wenn du möchtest, wie der König wirklich ausgesehen hat, solltest du einen Blick auf die Statue im Zentrum der Stadt werfen. Übrigens kannst du während deines Aufenthalts hier in den Schneeland das Pokémon an der Spitze deines Teams aus dem Pokéball holen und mit ihm spazieren gehen. Also dann, ich wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt in unserem malerischen Örtchen. Hey! Jo! Maika, hier drüben! Kann ich noch ein bisschen drum gucken, bevor du mich jetzt hier schon wieder so triezt und ärgerst und machst und tust? Ich weiß, wir waren hier schon, aber es kann ja sein, dass es doch hier irgendwo Schneesprung gibt. Hallihallo! So schöne Waren wie meine findest du nur hier in Freestyle. Als ob. Was denn daran jetzt toll? Bis zum nächsten Mal. Ah, verdammt. Ich wollte jetzt da nicht so rein. Ah, da bist du ja. Diese Hütte wird uns unsere Unterkunft sein. Für manche mag sie etwas öde wirken. Naja, auch ein bisschen klein, ne? Aber wir sehen das in einem anderen Licht, denn für uns ist sie unsere Expeditionsbasis. Die richtige Einstellung ist das A und O auf einem Abenteuer, weißt du? Gut, genug Zeit gequasselt. Lass mich dir erklären, worin das Ziel des legendären Peony-Expeditionstrupps besteht. Um diese Gegend ranken sich verschiedene äußerst rätselhafte Legenden. Zum Beispiel die Legende eines Pokémons mit zu groß geratenem Kopf, das die Einheimischen den König der Reich der Ernte nennen. Oder die Legende von einem riesigen roten Baum, um den sich fliegende legendäre Pokémon tummeln sollen. Und dann gibt es auch noch die Legende von den Giganten mit Punkten im Gesicht, die angeblich in einer Art Ruine oder so etwas schlummern. Und das sind nur ein paar Beispiele. Hier gibt es so viele Legenden zu entdecken, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und der Peony-Expeditionstrupp wird nicht ruhen, bis er jeder einzelne davon auf den Grund gegangen ist. Jawohl. Ja, du hast richtig gehört. Das ist unser großartiges, grandioses, giga-nices Ziel. Wobei ich zugeben muss, dass ich dieses Ziel lieber zusammen mit meiner kleinen Mila erreicht hätte. Holdo. Aber vielleicht war das ja eine glückliche Fügung des... Ach, du weißt schon. Uns erwarten absolut legendäre Abenteuer, Expeditionsleiterin Maika. Ich? Aber sicher. Was glaubst du, würde passieren, wenn wir beide einfach unsere Expeditionsbasis verlassen? Ach, ich darf jetzt die Arbeit machen. Kein Wunder, dass Mila keinen Bock hatte. Wenn du die ganze Zeit da zu Hause rumgammelst und die da irgendwo rumlaufen muss in der Eiseskälte, hätte ich aber auch keinen Bock drauf. Meine kleine Mila würde herkommen und verzweifelt nach ihrem Papa suchen. Nur wäre ich nicht hier, niemand wäre da. Ich sehe schon vor mir, wie sie todtraurig und Papa sehen allein da sitzt und mich vermisst. Ah, der Gedanke allein bricht mir schon das Herz. Das darf ich auf keinen Fall zulassen. Deswegen werde ich als Basisleiter hier die Stellung halten. Und du hast die Ehre, unsere Expedition zum Erfolg zu führen. Taha. Natürlich brauchst du dafür auch die passende Ausrüstung. Hier, das ist für dich. Ich erhalte das Entdeckerset. Ich will ja nichts sagen, aber meine anderen Klamotten fand ich jetzt hübscher. Taha sitzt wie angegossen. Das perfekte Outfit für eine Expeditionsleiterin. Ich habe so viele davon als Wechselkleidung für meine kleine Mila mitgebracht, dass ich locker ein Set an dich abdrücken kann. Wenn du dich mal umziehen oder einfach nur ausruhen willst, benutze einfach das Zimmer da. Das Tuch um den Arm habe ich übrigens in mehreren Farben dabei. Du kannst dir also eins aussuchen, das deinen Geschmack trifft. Jetzt kommen wir auch schon zum Wichtigsten. Hier, nimm. Du erhältst legendäre Notiz 1.
Gesammelte Notizen von Beoni über die Legende des Königreichs der reichen Ernte. Ein altes Foto ist auch dabei. Okay. In Freecell wird das Märchen vom König der reichen Ernte überliefert, einem legendären Pokémon, dessen Haupt eine imposante Krone zieren soll. Die hölzerne Statue in der Dorfmitte scheint allerdings keine Krone zu tragen. Tief im Bett des Giganten liegen die Ruinen, in denen der Steingigant schläft. Die Tür ist fest verschlossen und mit dem folgenden rätselhaften Inschrift versehen. La da steken in stegen. Tief im Herzen der Schneeschlucht liegen die Ruinen, in denen der Eisgigant schläft. Die Tür ist fest verschlossen mit der. Wo grün und weiß sich beim Bett des Giganten treffen, liegen die Ruinen. Das sieht ein bisschen gerade komisch aus. In denen der Stahlgigant schläft. Die Tür ist fest verschlossen. Und am fernen Dreiwegspass liegen die Ruinen, in denen das Gigantenduo schläft. Die Tür ist fest. Kann keiner lesen. Wenn die Sonne im Zenit steht, scheint sie auf einen Baumriesen mit Blättern wie aus Feuern, in dessen Geästigt die geflügelten Legendären einfinden. Das sind meine legendären Notizen, die ich in mühseliger Kleinarbeit durch stundenlange Fernsehrecherche zusammengetragen habe. Wie wäre es, wenn du zuallererst diesen König der reichen Ernte auf die Spur gehen würdest? Dieser König und sein Ross scheinen sich ja wunderprächtig verstanden zu haben. Ich weiß schon, was für einen Namen ich dieser Expedition geben werde. Mystischer Bund, der legendäre König und sein treues Ross. Ach du Gott. Ja. Mitten in Freecell steht eine große Statue von ihm. Da sollte ein guter Ausgangspunkt sein. Obwohl es da nicht so einen enorm großen Kopf zu haben scheint wie in meinen Notizen. Wieso darf ich jetzt schon wieder den ganzen Kram machen? Nein. Seid die Legende der Kronschneelande. Momentchen. Ich glaube, ich habe hier genau das Richtige für dich. Krieg ich jetzt noch einen Pokémon? Ach, ein Meisterball. Ja klar, ich soll mehrere Legenden finden, aber darf nur Meisterball haben. Soweit ich weiß, ist dieses Teil das Meisterwerk schlechthin unter den Pokébällen. Für welches Pokémon du ihn benutzt, bleibt dir überlassen. Da will ich mich nicht einmischen. Ich habe ihn vor Jahren mal von Bekannten geschenkt bekommen. Aber irgendwie war ich nie in der Stimmung, ihn auch zu benutzen. Denk daran, dass du jederzeit in der Basis vorbeischneiden kannst, wenn du Hilfe brauchst. Damit du sie nicht verfehlen kannst, habe ich extra eine schnieke, selbstgemachte Expeditionsflagge vor dem Eingang gestellt. Toll, oder? Und damit kann das große Abenteuer auch schon beginnen. Viel Spaß da draußen. Erstmal meine Pokémon heilen. Dann das Outfit ändern. Wir haben noch dieses T-Shirt jetzt bekommen. Okay, ich sollte vielleicht mal, witzig. Könntest du das jetzt mal ganz kurz ablegen? Das wäre sehr schön. Naja. Nicht umziehen. Farbe des Tuchs ändern. Möchtest du ein anderfarbiges Tuch? Ja. Welche Farbe soll es? Nein. Expeditionstrupp normal. Feuer, Wasser, Elektro eine andere Farbe. Pflanze, Eis, Boden eine andere Farbe. Ich will Drache. Nein. Ah, schön dunkel. Sehr schön. Okay. Dann sind die Pokémon jetzt geheilt, gehe ich davon aus. Und im nächsten Part, es tut mir so leid, ich habe nicht gedacht, dass das dieses Dynanest-Ding, dass das so lange dauert. Es tut mir auch ein bisschen leid. Aber wir haben. Jetzt wisst ihr, wie es funktioniert und dass ich so dumm dafür bin. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Beim nächsten Mal fangen wir dann mit unserer Expedition an. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Bye, bye.